Und da wären wir auch schon wieder. Dieses Mal wollen wir nicht spielen, sondern Level wählen. Wir würden nämlich gerne den Sandbox-Modus ausprobieren. New Custom Game. Größe groß. Feuchtigkeit. Sandkasten bitte. Normal. Permanent tot. Nein. Schwierigkeitsgrad normal. Schwer, sehr schwer. Albtraum. Einfach, sehr einfach. Nee, ich glaube, ich bleibe auf normal. Da haben wir so schon gut auf den Deckel bekommen. Also primär anders wird jetzt sein, dass wir keinen Tech Tree haben, sondern von vornherein alles bauen können. Was ich sehr schön finde. Denn irgendwelche Deko-Schnickschnack-Sachen bauen zu müssen, um an Stahlrüstung ranzukommen, finde ich tierisch peinlich. Also ja, wir haben Sandkastenmodus und wir haben eine große Welt. Also sagen wir bye-bye zu unseren 8 Zwergen hier, die langsam Stahlrüstung hatten. Und starten eine neue Welt. Mit einem Zwerg. So, also stimmt, durch den Tech Tree haben wir auch keine Level. Dementsprechend keine Zwerge. Okay, Ressourcen abbauen bringt was. Gut. Wie jetzt? Wir haben kein Rezeptbuch. Notizen. Bestiarium. Leben 3, Leben 40. Ernsthaft? Ich glaube, da fehlt eine 0. Ich brauche mehr Holz. Doppelte Geschwindigkeit. Dann hätte ich gerne das da. Dann hätte ich gerne ganz viel Stein. Denn ein, zwei Rezepte kenne ich ja noch auswendig, aber danach wird's happig. Was haben wir da? Ah, so finden wir Rezepte. Okay. Ich hoffe mal, das passiert sehr häufig mit dem Finden von Rezepten. Es wäre albern, wenn ich immer ins Wiki tippen müsste. Wenn es denn ein Wiki schon gibt, wirklich geguckt habe ich da nicht. Lala. Wir haben ein Schloss gelernt. So, jetzt würde ich aber gerne testen, ob wir einfach sowas bauen können, wenn wir das Rezept kennen. Ja, können wir. Das ist sehr gut. Leider kenne ich nicht allzu viele Rezepte. Aber das Steinwerkzeug, das kenne ich schon mal. Das holen wir uns als nächstes. Holzrüstung, dafür brauchten wir, glaube ich, Wolle. Was ein Problem sein könnte. Kurz-Einfachgeschwindigkeit. Wir hätten gern mehr Holz. Fackel, okay. Wir hätten gern mehr Holz, mehr Steine. Da wäre schon mal ein Schaf, da wäre ein Schaf. Da, ja. Stopp. Wir müssen ganz schnell etwas machen. Und supportet euch dahin. Und macht die verdammten... Nicht das Huhn tot. Nicht das... Das dauert zu lange. Macht die verdammten Gräber kaputt. Davon werden wir bestimmt mehrere haben. Ich guck grad mal. Hier ist zu Hause. Da ist der Shop. Wir haben keine Münzen, also es wird nicht aus dem anderen Speicherstand einfach übernommen. Was zum einen gut ist und zum anderen nicht ganz so toll. Und die sind viel näher dran. Also Aufträge abbrechen, Skelette töten. Nee. Ja, du musst trotzdem Skelette töten. So. Holz. 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 Stein, Stein. Und wie kriege ich das Feld leer? Muss ich wohl neu anfangen, ne? Wie kriege ich das ganze Feld leer? Einfach so. Nee. Ein wenig umständlich. Und wenn ich die Sache einmal gebaut habe, sind sie drin. Sehr gut. Jetzt hätte ich aber gerne... Ein neues Rezept. Okay. 1, 2. So war das, glaube ich. Genau, für die Axt. Ausrüsten. Pickaxe. Axe. Pickaxe. Und das war's. So. Chop, 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 Jungs.
Ihr müsst da die Dinger kaputt hauen. Hunger! Gibt es auch Erfahrungspunkte? Nicht so wirklich viel, aber okay. Einfach-Modus. Nächstes Portal hierhin. Und die bitte kaputt hauen. Da sind noch mehr. Ja, hätte ich das jetzt nicht gemacht, wären wir in der ersten Nacht überrannt worden, denke ich. Das ist nicht so schön. Da sind Wildschweine, mit denen sollten wir uns auch nicht anlegen. Holzrüstung. Ja, brauchen Seil. Fischerbuch ist okay. Du bist auch weg. Nächstes Portal. Du. Dann haben wir Ruhe. Eine Welle haben wir noch keine. Aber es hat auch letztes Mal, glaube ich, eine halbe Stunde oder noch länger gedauert, bis die erste Welle angezeigt wurde. Also man hat wohl so eine kleine Aufbauphase. So. Dann sollte das bitte weg. Die sollten weg, damit er nicht immer Efeu wächst. Und danach bitte hier unten weiter graben. Damit wir hier so eine Art Burggraben haben. Und diesmal bauen wir nicht so viel unterirdisch wie letztes Mal. Diesmal bauen wir eine richtige Festung. Das scheint wohl eher von den Spielemachern gewollt zu sein, anstatt so ein Untergrundimperium wie Zwerge das eigentlich haben sollen. Aber das sind halt keine normalen Zwerge. Das sind komische Deko-Zwerge, die ja gerne im Sonnenlicht frohlocken und so einen Schmarrn. Genau, Krummel. Erfahrungspunkte haben wir auch gleich neu. Also neue Stufe. Das heißt neuer Zwerg. Eine Axt fehlte noch. Die mache ich mal kurz. Axt. Oh, kein Holz. Nee. Da. Ein Holzhelm. Oh, Holzhelme können wir hier. Wenn wir Holz haben. Ja. Du weg. Das da. Und den da. Das ist ganz schön langer Tag, oder kommt mir das nur so vor? Können wir... Nee, können wir nicht. Schade. Ich wollte den da wegmachen, damit wir hier so eine extra Mauer noch haben. Aber gut. Die und die noch weg. So. Ein Zwerg. Und ein Diamant. Okay. Nimm. Ausrüsten. Helm. Okay. Helm. Komische Mütze. Einfach-Modus. Das und das weg. Und trotz dramatischer Musik dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Das heißt, du dahin. Die beiden Bäume wieder weg. Der Baum. Weil wir ganz viel Holz brauchen. Das Ganze ruhig in zweifacher Geschwindigkeit. Und hier hätte ich gerne einen Dirt noch drauf. Und dann hätte ich gerne das Dirt weg. Und dann hätte ich gerne auf beiden Steinen rauf, damit es wie eine richtige Steinmauer aussieht. Und warum zum Teufel sollte ich einen Steinkiel herstellen wollen? Jeder Zwerg startet damit und das wird sehr schnell upgraded, aber okay. Baustein. So, unsere erste Mauer. Und hier kommt dann später ein Fundament hin und darauf unsere Festung. Irgendwann, aber es dauert noch. Schnecke kann tot für Schleim. Busch kann eingesammelt werden, das kann eingesackt werden. Der ganze Dirt kann weg. Erfahrungspunkte riesengut rein. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir der Sandkastenmodus sehr. Man muss halt nur vorher schon die Rezepte einigermaßen kennen, um gut voranzukommen. Aber jetzt kann ich wirklich das machen, was ich gerne hätte. Und werde nicht vom Spiel gezwungen, erst das und dann jenes und dann dies zu machen. Also das heißt trotzdem nicht, dass wir sofort instant Mithril-Sachen herstellen können. Dazu müssten wir erst ein Mithril haben. Das ist ganz schön weit unten. So, Bevölkerung gewachsen.
geht sogar fast schon zu schnell mit den Zwergen. Stein. Du. Holz, Holz, Holz. Stein, Stein. Ein, zwei davon. Axt. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei davon. Ausrüsten. Du hast beides. Du bist doch unser Primärzwerg. Du hast beides. Du hast gar nix. Du hast gar nix. So, Helm als nächstes. Wir haben nur zwei Holzhelme. Das sollten wir fix ändern. So, werfen wir jeden Zweck jetzt einen Holzhelm und einen auf Reserve, weil wir bestimmt bald wieder ein Level-Up haben. Und da ist die erste Welle. 50 Minuten haben wir jetzt Zeit, um kampffähige Zwerge herzustellen. Was primär bedeuten wird, wir brauchen Waffen. Holzkeule zum Beispiel. Holzkeule müsste ich nicht herstellen, weil wir kein Holz haben. Aber das waren, glaube ich, nur zwei Stücken Holz und fertig. Hölzerne Falltür. Okay. Die ersetzte Erde. Stopp. Einfache Geschwindigkeit. Wir brauchen Holz. Wo ist denn eine schöne Ecke, um Holz zu hacken? Hier sind ein paar... Oh, hier ist ganz viel. Okay, Portal dahin. Holz, 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 Käfer, Holz. Schaf. Ich klick's mal an. Auch wenn ich nicht weiß, ob das Schaf uns zufällig auch Schaden machen kann. Eine Leiter. Hunter. Komm schon, mach Hunter, das Schaf tot. Sehr gut. Oh, die haben auch Leder dabei. Sehr schön, warte mal. Also, muss erstmal ins Lager. Das noch abbauen. Das kommt alles mit. Und ich bezweifle, dass das Portal so lange halten wird, aber nur gut. Erfahrungspunkte ein Drittel. Das heißt, wir haben noch Zeit, bis der nächste Zwerg ausgerüstet werden will. Aber wir können schon mal die Holzkeule bauen, wenn ich den... Ah, Knüppel. 1, 2, 3, 4. Ausrüsten. 1, 2, 3, 4. Nächster Schritt wäre dann die Eisenkeule. Oder kam noch was dazwischen? Also sie hätten den Decktree ruhig drin lassen können. Zum Nachgucken. Aber dann wären diese Schriftrollen zwischendurch sinnlos. Wo wollt ihr hin? Hallo, Jungs? Was macht ihr? Kontrolle über den Befreien. Au. Kontrolle über den Befreien. Kontrolle über den Befreien. Kontrolle über den Befreien. Und die Spitze da wegmachen. Das war komisch. Ihr braucht hier ein neues Portal. Warum höre ich Bäume schlagen? Ha. Na gut, wir haben die Holzkeulen. Wir haben hier ein Loch, das ich gerne stopfen würde. Wir haben hier unsere erste Mauer. Die Scaffolding können weg. Ersetze Wurzeln. Ach, Wurzeln heißt, hier können Bäume wachsen, richtig? Ja, schade, aber nee. Wir brauchen unser Fundament. Ersetze, nein, nicht ersetze, vorne Wurzeln. Ersetze Wurzeln, ersetze vorne Erde, und hoffentlich verbuggt das jetzt nicht. Wir hatten das ja ganz am Anfang in der ersten Folge, glaube ich, wo wir unter dem Lager was weggemacht haben und dann war dadurch alles Murks. Aber das ist für später. Aber das passiert jetzt hoffentlich nicht mehr. Genau, Stein, Stein. Es wird einfach instant ersetzt.
es entsteht nicht ein Loch und dann wird später nachgefüllt. Ja, sehr gut. Haben wir nur sehr schnell keine Steine mehr. So, F1. Portal ist gleich zu. Das ist nicht so schön. Wo wollt ihr jetzt schon wieder hin, ihr Doofen? Befreien. Befreien, lauf zurück. Du. Befreien. Oh, man sollte demnächst auch Betten bauen. Und für dich müssen wir ein neues Portal machen, weil das da jetzt zugeht. Ihr seid echt... Ich sollte ihn einfach mal laufen lassen, nur um zu gucken, wo er hingehen will.